Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu OMSI 2. Wir spielen mal auf der neuen Karte, die vor 2 Tagen erschienen ist, die Podmentia-Karte, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ist eine polnische oder tschechische, wie auch immer. Und fahren den Scania 12-Meter-Bus LF von Sobol. Genau. Ich habe ein bisschen mal meine OMSI-Einstellung mal gemacht. Mal gucken, ob das jetzt alles hier ein bisschen besser läuft. Mal schauen. Wir fahren Linie 205. Die geht nur 6 Minuten. Richtig lange auf jeden Fall. Spaß, wie gesagt, eine kurze. Genau. Machen wir 02. Das sollte ja passen. Genau, fahren nach Burgit, Wurzeck. Abfahrt ist um 15 Uhr. Machen wir hier vorschnell. Dann sollte das Ganze auch passen, denke ich mal. Joa. Schauen wir, ob die einsteigen wollen. Ah, hoppala, da hinten ist mein. Oh, bin ich jetzt richtig? Ja, wir fahren. Ich fahre nochmal rum hier. Ja, wie gesagt, es ist eine schöne, geile Karte auf jeden Fall mit schönen kurzen Linien. Genau. Schauen wir mal, ne? Warum wollen die jetzt hier nicht mit? Jetzt wollen sie. Hä, sind die blöd oder was? Jetzt. Hallo. Guten Tag. Gut, leider haben wir hier Hallo. Die Originalstimmen. Gut, müssen wir uns damit abfinden. Ich habe jetzt gesagt, die haben jetzt so polnische oder sowas. Ah, naja. Egal. Wie gesagt, für alle, die Karte, wenn ihr euch Download wollt, ich verlinke es auch ganz gerne, ist kein Thema. Ansonsten könnt ihr einfach in der Webdisk gucken bei Maps, da sieht ihr das auch gleich. Genau. Also, wer das halt mag mit so kurzen Linien, ist das was ganz Cooles. Ich finde das Abwechslung mal ganz nice auf jeden Fall. Genau. Ah, das ist ein bisschen eng bebaut. Aber ist eigentlich schlimmer. Hallo. Wird mal jetzt hier Guten unter Tag. Schock gefrostet, oder? Schock gefrostet, Manfred, Junge. Ich kann nicht aushalten. Ich habe tatsächlich die Stimme wieder an. Das Witzige war, ich hatte einfach die Sound-Anzahl auf ganz gering gehabt. Deswegen hatte keiner mehr gesprochen. Jetzt habe ich das wieder so auf den Wert von 500 gestellt und jetzt passt das auch wieder. Genau. Następny przystanek, Borki Centrum. Eigentlich hätte man ja passend mit dem Solaris mal hier fahren können, das hätte ja ganz gut gepasst. Aber Scania geht ja auch mal. Fährt da auch mal. Los. Ja, ein bisschen kritisch die Kreuzung hier, aber egal. Ja, fahrt man ruhig durch. Ja, mein letztes Video hat auf jeden Fall ganz gute Aufrufe gemacht. Das freut mich auf jeden Fall auch sehr. Von der MAN. Und ja. Wie gesagt, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn so sehen wollt. An Mods, Maps, wie auch immer, Fahrzeugen, keine Ahnung. Ich sag mal so, ich habe an sich ja eigentlich das meiste da. Und ja. Hier schöne Tankstelle.
Auch sehr cool ausgebaut hier alles. Ja, ist halt sehr schöne Map, also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut dafür, dass es jetzt nur so eine kleine Map ist. Ist das alles schon relativ echt, boah, es ist wirklich schick ausgebaut, muss man mal sagen. Allgemein diese ganzen polnischen Maps, und hast du nicht gesehen, also die sind ja wirklich top. Kann man nichts zu sagen, also... Ja, der fährt auch ein bisschen schneller als der 85 km/h, ich glaube der fährt 100. Boah, das ist gleich wieder. Ja, was ist das denn hier? Das ist ja unglaublich. Ihr habt da einen Führerschein gewonnen, oder? Ich hab mir gewonnen, na klar, im Lotto. Da gab's den mal in der Zeitschrift auch. Oh, ich bin zufrieden, man. Um sie läuft eigentlich echt gut. Wie gesagt, bis auf den Nachladeruckler. Ansonsten läuft das doch an sich, würde ich mal sagen, ganz gut. Mal ein bisschen Sound hier. Ja, sehen wir schon Borki Zentrum. Vorletzter Halt und dann kommt der Bahnhof, sag ich mal. Schauen wir mal, das war die mal hier vor. Aber fahrt mal, fahrt mal, fahrt mal. Dann kommen die nächsten. Wir fahren jetzt hier nach links. Krass eigentlich, dass der Bus auch schon eine automatische Haltestellenbremse hat. Następny przystanek, Borki, dworzec PKP. So, sind wir am Ende. Enthält tatsächlich schon. Wenn ich sagen, wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da. Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.